Heute geht es um das Thema Online-Seminare. Gehörst du auch zu den Trainern, die jetzt durch die Corona-Krise ja etwas arbeitslos geworden sind, weil sie keine Vor-Ort-Trainings mehr machen können? Du hast aber noch nicht die Veränderung geschafft von Offline-Trainings zu Online-Trainings, weil du dich nicht mit der Technik auskennst, weil du dich vielleicht noch nicht mit vor die Kamera traust, dann möchte ich dir heute ein paar Tipps dazu geben. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht zu dem ganz Normalen zurückkehren werden. Das heißt, die Präsenztrainings, die es früher gab, werden weniger werden. Dafür wird es mehr Online-Seminare geben, weil sie sehr, sehr viele Vorteile für die Firmen, aber auch für dich als Anbieter von Präsenzseminaren geben wird. Ich bin Sabine Schmelzer und ich bin Videoexpertin. Und wenn dir diese Tipps gefallen, abonniere meinen Kanal und klick auf die Glocke, damit du informiert wirst, wenn es wieder neue Videos von mir gibt. Und das Thema Online-Seminare hat jetzt nicht unbedingt nur mit Videos zu tun, sondern da gehört noch mehr dazu. Aber da ich selber sehr viele Online-Seminare oder Workshops mache, kenne ich ein paar Tools, die ich dir heute auch verraten möchte, die du für deine Online-Seminare einsetzen kannst. Aber erst möchte ich dir nochmal erklären, warum es davon mehr geben wird. Denn hier kommt die 80-20-Regel zum Tragen. Ein Online-Seminar zu organisieren bedeutet nur 20% des Aufwandes und du erreichst 80% des Ergebnisses. Denn viele Menschen sagen, ja, online ist nicht das gleiche wie offline. Ich gebe dir recht, es muss auch nicht 100% das gleiche sein. Das werden wir mit dem Virtuellen, was wir haben, nicht erreichen. Aber du erreichst sicherlich 80% des Ergebnisses, was du mit einem Präsenzseminar erreichst. Und wenn der Aufwand dann so viel weniger ist, dann ist es etwas, worüber Firmen sowieso nachdenken und worüber du als Trainer oder Trainerin auch nachdenken solltest. Denn für die Firmen heißt es, sie sparen die Reisekosten. Mitarbeiter müssen nicht mehr anreisen, sondern können das Ganze vom Homeoffice oder auch vom Büro aus mitmachen und das spart eine Menge Reisekosten. Aber das Zweite ist die Reisezeit. Wenn man früher für ein zweitägiges Seminar irgendwo hinreisen musste, musste man einen Tag oder einen halben Tag vorher anreisen und im Anschluss natürlich auch wieder zurückreisen. Und sind dann 1 bis 2 Tage Reisezeit dieses Mitarbeiters, die für den Arbeitgeber zusätzlich wegfallen. Und das ist bei Online-Seminaren überhaupt nicht der Fall. Und das ist ein großes, großes Argument, dass Mitarbeiter eher zu Online-Seminaren geschickt werden, aus meiner Sicht, als die Reisekosten. Aber auch für dich als Anbieter von Seminaren bietet Online sehr viele Vorteile. Denn du musst dir nicht erst überlegen, wo ist eine Location, die möglichst zentral ist, wo die Leute anreisen können, ob sie in der Nähe des Bahnhofs ist oder wo sie sonst ist. Denn du kannst das Ganze online machen und du kannst Menschen erreichen, die ganz, ganz weit weg sind oder auch im Ausland, die trotzdem deutschsprachig sind und die zu deinen Seminaren kommen können, die du vielleicht normalerweise gar nicht erreicht hättest. Und das bietet dir als Anbieter natürlich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wenn ich überlege, ein Präsenzseminar hier bei mir in der Schweiz, ich glaube, dass Menschen aus Norddeutschland, sei es aus Kiel oder Hamburg oder aus Österreich, aus Wien oder anderen weit entfernten Destinationen nicht anreisen würden hier in die Schweiz. Ich müsste meine Seminare wahrscheinlich irgendwo zentraler in Frankfurt machen, was man gut erreichen kann. Aber mit Online geht das natürlich sehr viel einfacher. Du musst deine Seminare natürlich umarbeiten, dass du auch online dieses Interaktive mit einbauen kannst, was du in deinen Präsenzseminaren hast. Und das bringt mich jetzt zu den Tools, die es bereits gibt und die ich auch schon getestet habe.
Zum einen hast du ja in einem Online-Seminar, ich sag mal jetzt deine 10, 12, 15 Teilnehmer vor Ort, vielleicht auch mal 20, und die kannst du sehr gut in einem Zoom-Meetingraum zusammenbringen, weil dort jeder sichtbar ist, jeder kann sich mündlich äußern, und Zoom hat den großen Vorteil, du kannst auch Kleingruppen machen in Breakout-Rooms. Das heißt, du kannst sie für eine kurze Zeit, 5 oder 10 Minuten, in einen Breakout-Room schicken, sie dort diskutieren lassen oder ein Brainstorming machen lassen. Und wenn du dazu noch Google Jamboard benutzt, das ist nämlich ein virtuelles Whiteboard, auf das die Teilnehmer Post-its machen können, virtuell, und damit ihre Brainstorming-Ideen praktisch sammeln können, clustern können und dann zurückbringen können und für alle vorstellen können, dann hast du schon einen Teil von Interaktion abgedeckt. Zoom bietet außerdem die Möglichkeit, Umfragen zu machen, sodass du nach jedem Bereich auch eine kurze Umfrage machen kannst. Wie hat es ge euch gefallen? Was hat es euch gebracht oder dergleichen? Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, sodass du auch schon strukturiert Feedback von deinen Teilnehmern bekommen kannst. Darüber hinaus gibt es auch solche Tools wie Mentimeter oder Kahoot, mit denen du Wissensabfragen machen kannst, sogenannte Quizzes. Die müssen natürlich nicht immer ernst sein. Du kannst auch ein bisschen Spaß reinbringen und kreativ dabei sein. Auch das fördert das Engagement deiner Teilnehmer. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt dabei hat nichts mit Tool zu tun, sondern es sind die virtuellen Kaffeepausen, die virtuelle Social Time, die du natürlich auch mit einbauen solltest in deine Seminare, wenn sie über einen längeren Zeitraum wie einen Tag gehen. Gemeinsam einen Kaffee trinken, gemeinsam eine Lunchpause machen, auch das sind wichtige Dinge, die man mit einplanen sollte, wenn man solche längeren Online-Seminare macht. Und ich bin sicher, bei den Tools wird es noch viel, viel mehr geben. Natürlich Google Docs ist natürlich auch so ein Tool, wo alle gemeinsam reinschreiben können. Parallel zueinander habe ich ganz vergessen zu erwähnen, alle Google Sheets zum Beispiel in Tabellenform das Ganze reinzubringen. Aber ich liebe das Jamboard. Schau dir das Google Jamboard an. Das ist wirklich eine coole Sache. Also ich möchte dir Mut machen, denk an Online-Seminare, denn es bietet dir die Möglichkeit, dich zu positionieren in deinem Bereich als Experte oder Expertin, und setz dich mit diesen Dingen auseinander, und das möglichst schnell, weil je früher du dich positionierst, desto früher wirst du wahrgenommen und gesehen und bekommst mehr Followers, und die Firmen werden auch früher auf dich aufmerksam. Und wenn du noch nicht weißt, wie du dich vor der Kamera am besten präsentierst, ich habe dazu ein früheres Video gemacht, 5 Fehler, die du in Online-Meetings vermeiden solltest als Einstieg. Ich habe aber auch einen Mini-Videokurs, wo du dich mit Videos vertraut machen kannst, was du dafür brauchst. Und natürlich auf meinem Kanal sehr, sehr viele Videos zum Thema Videos, Online-Präsenz präsentieren und dergleichen. Also abonniere meinen Kanal, und ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis nächste Woche, eure Sabine. Tschüss.